Meine Motivation teilzunehmen ist tatsächlich der Wunsch, nicht nur an der Seitenlinie zu stehen, sondern auf dem Spielfeld und ein bisschen mitzugestalten. Und das, das macht auch den Spaß am PFI aus. Mein Name ist Eva Bayreuther. Ich habe Geoökologie mit Schwerpunkt Umweltphysik studiert und danach in der Koordinierungsstelle für die Endlagersuche für Oberfranken angefangen. Das bedeutet, ich begleite das Verfahren für Oberfranken, bin dabei, versuche alle wichtigen Dokumente zu lesen, zu verstehen und auch zu übersetzen für alle Menschen, die Fragen haben und auch die kommunalen Politiker und Kommunalgremien auf dem Laufenden zu halten. Nachdem das Verfahren unglaublich komplex ist, ist das für viele eine große Hilfe, dass man da einfach ein bisschen auch Arbeit abgeben kann. Und ansonsten bin ich Mitglied im Planungsteam Forum Endlagersuche seit Beginn an und hoffentlich auch noch ein bisschen länger. Wir suchen ja in Deutschland gerade ein Lager für unseren hochradioaktiven Abfall. Und dabei ist es ganz wichtig, dass die Menschen in Deutschland die Chance haben, auch mitzubekommen, was los ist, mitzureden, dabei zu sein, wenn sie das möchten, sich zu informieren und auch wirksam mit der Stimme mitzureden. Und dafür ein großer Baustein ist das Forum Endlagersuche in der jetzigen Phase. Und dieses Forum wird vorbereitet vom Planungsteam Forum Endlagersuche. Und das ist unsere eine Aufgabe. Und die andere Aufgabe ist die Begleitung der Bundesgesellschaft für Endlagerung, um eben mitzubekommen, wann wir Veranstaltungen ansetzen müssen sollten zu wichtigen Themen, die gerade brisant und wichtig sind und aktuell sind. Ich glaube, das PFE wäre Jazz. Also wenn das PFE ein Musikstück wäre, dann wäre das ein Jazz-Musikstück mit unterschiedlichen Stimmen, teilweise ungeplant, aber am Ende kommt dann doch eine Art von Komposition raus, aber meistens nicht vorher vorgegeben, sondern spontan durcheinander. Aber am Ende funktioniert es dann. Das einprägsamste Erlebnis im PFE war, denke ich, das erste Forum Endlagersuche, weil das sozusagen der erste Prüfstand unserer Arbeit war. Nach einigen Monaten intensiver Arbeit, wo wir uns im Prinzip täglich gesehen haben, miteinander diskutiert, auch mal gelacht, aber auch gelitten haben. Und dann war das eben sozusagen der Prüfstand. Und das war dann schon spannend, ob auch alles funktioniert und wie es ankommt bei den Leuten. Und überhaupt das ganze Ambiente mit dem Filmteam und der großen Halle, das war schon spannend. Also mein Fazit aus der bisherigen Arbeit beim PFE ist arbeitsaufwendig, anstrengend, intensiv, aber auch bereichernd. Meine Motivation teilzunehmen ist tatsächlich der Wunsch, nicht nur an der Seitenlinie zu stehen, sondern auf dem Spielfeld und ein bisschen mitzugestalten. Und das macht auch den Spaß am PFE aus. Ich würde anderen Menschen empfehlen, für das PFE zu kandidieren, wenn sie Interesse an dem Thema haben, wenn sie mitgestalten möchten und auch wenn sie bereit sind, viel Neues zu lernen. Also zum einen im Thema Politik, in Moderationsthemen, Geologie. Also es gibt viel was Neues, das man lernen kann und man trifft sehr viele interessante Leute aus allen Ecken Deutschlands, aus unterschiedlichen Hintergründen, sozialen Hintergründen, Bildungshintergründen und auch wirklich spannende Persönlichkeiten und das macht Spaß. Ins PFE kann man gewählt werden. Dafür muss man am nächsten Forum Endlagersuche teilnehmen im November. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Wer sich für das Thema interessiert, doch einfach mal reinzuschauen und reinzuhören. Und da kann man kandidieren, kann sich aufstellen und muss dann gewählt werden. Und dann ist man schon dabei.